Es war einmal vor langer, langer Zeit, da verkauften Frauen ihre Körper. Da bezeichneten wütende amerikanische Feministinnen die Ehe als Prostitution auf Zeit. Da schrieben russische Autorinnen Ratgeber mit Titeln wie »Wie angle ich mir einen Millionär?« Da zerschmetterten koreanische YouTuberinnen vor laufender Kamera aus Protest gegen den Schönheitswahn ihre Kosmetika mit Hämmern. In dieser düsteren, grauen Zeit, die Göttin sei Dank längst hinter uns liegt also, begab es sich, dass ein alleinerziehender Dad auf eine alleinerziehende Mom traf. Trafen sie sich live im Internet? Wir wissen es nicht und es soll für unsere Geschichte auch nicht bedeutsam sein. Wir müssen nur wissen, dass drei Töchterlein in diese Patchwork-Familie eingebracht wurden, nämlich Sis, Sister und Aschenputt. Sis und Sister waren körperbewusste Teenies von Verschönerungsvideos influenced und hingen den ganzen Tag vor dem Bildschirm gefangen in der Traumwelt der Serien und Soaps. Noch, so sagten sie sich, wird hart abgeharzt. Aber bald schon, bald wird ein dicker, goldener Schwanz unseren Weg kreuzen und uns in das Leben einführen, dass wir uns durch unsere Investition in die Kapitalanlage Körper verdient haben. Aschenputtel allerdings, aber was reden wir da, sieht selbst.